Hallo liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit oder The Stick of Truth. Wir haben nur noch zwei Quests und diese Quests sind gar nicht mal so einfach, weil wir nicht wissen, wo sie sind. Wir müssen versteckte Dinge finden, das sind die Kindergartenkinder zum einen und die Unterhosen, die wir in den Häusern finden müssen. Ich würde vorschlagen, die Mall ist ja zerfetzt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo wir schon Unterhosen gefunden haben und wo nicht. Das heißt, wir werden jetzt jedes einzelne Haus abgeben. Angefangen, wir gehen hier runter, hier unten, hier war mal City Hall. In der Stadt waren wir, das sind wohl keine Unterhosen. Okay, dann gehen wir easy peasy, schmiesy, sleazy, kiesy hier runter. Und hoffen, dass wir auch noch das ein oder andere Kindergartenkind dabei finden. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Neue Quest. And when you do, return to me. Aber find gerne. Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Jetzt suchen wir Jesus. Wer es nicht weiß, Jesus wohnt auch in South Park. South Park, nicht South Park. Halt, da war da was. Wow, ein verstecktes Dingelchen. Unordentliche Gesichtsbemalung, Vogelnest, Geld. Wir nehmen jetzt alles mit. Kommen wir schon mal zu den Aliens eigentlich, um das Gym-Pokémon mitzunehmen? Das hat jetzt keine Priorität. Was wir jetzt machen müssen ist, was heißt das mit den Vögeln hier auf sich? Und Katzen. Ich glaube, die sind einfach nur random dahin. Gibt uns die Quest irgendwelche Hinweise darauf, dass wir Jesus finden. Finde Jesus für Priester Maxi. Karte. Ja, wenn es auf der Karte jetzt irgendwie versteckte Dinge angezeigt werden würden, wäre cool, ne? Ach so. Haha. Okay, geh mal in die Kirche. Wo soll Jesus denn auch sonst sein? Naja, könnte ja überall sein. I like a kid who lets his actions speak for him. So sieht's aus. Ja, ich dachte mir schon, es kann nicht sein, dass die Kirche sonst kein... Na, das war ja einfach. You found me. Next time finding me won't be so easy. Ah, okay. Ich glaube, das war mehr eine Allegorie, als dass es ernst war. Gibt es hier eine... Nein, das ist das schnell... Laufen ist schneller als... Timmy's Taxi. Okay. Bin an der Polizeistation vorbei. Mal gucken, was er diesmal zu sagen hat. Schaffen wir ja dieses Mal was zu sagen? Nee. Stay out of the lost forest. Do not despair. For many find Jesus, only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. The Lord shall make himself known when he chooses to reveal himself. But he will only reveal himself to... Finde Jesus noch einmal. Those who wish to find him. Okay, schauen wir doch mal, ob wir ihn nochmal finden können. Und wo diese Quest uns hinführt. Da muss es ja jetzt noch eine Pointe geben. Wäre ja seltsam, wenn nicht. Dieses Mal zeigt er sich uns nicht sofort. Gehen wir doch einfach nochmal hier durch. Gucken, ob wir irgendwann eine Interaktion haben. Nee. Vielleicht bin ich Furze in der Kirche. Nee. Hier waren wir noch nicht, ne? Okay. Was? Ich habe ihn doch gehört. Ich dachte, da wäre er. Ist er hinter der Kanzel oder was? Wie ist er denn?
Gehen wir hier nochmal rein. Neue Nachricht von Jimbo. Neue Nachricht von Jimbo. Nett, Jimbo. Mr. McCormick. In ein paar Wochen gehe ich wieder auf einen Jagdtrip. Du kannst gerne mitkommen. Frag deine Eltern. Das macht Spaß. Scharfe Granaten. Ich habe gerade eben eine neue prominente Kundin bekommen. Ich kann dir ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie 90 Meter großer Roboter-Dino ist. Komm schon, ein Tipp. Robo-Streisand natürlich. Okay, hier ist irgendwie, wa? Ne? Ne? Hier macht er immer Tihihihi. Muss ich die Scheinwerfer richtig? Muss ich das Licht ausmachen? Aha! Ah, well done, my son! I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Juhu! Wir sind jetzt befreundet mit Jesus. Wir haben den Rosenkranz freigeschaltet. Oh my god, oh my god, oh my god, you're so cute. Danke, danke. Dann lass uns mal kämpfen, um zu sehen, was Jesus denn so Tolles kann. Müssen wir zu Priester Maxi jetzt nochmal gehen? Nee, ne? Das haben wir so geschafft. Okay. Jetzt ist trotzdem die Frage, wo finden wir den Rest? Wo finden wir die Unterhosen? Ah ja, genau, da wollten wir uns ja nicht ablenken lassen. Und schauen wir auf der Karte, wo wir hier, ja, rüber, runter, rüber. Ja. Also hier schon runter. Und hier rüber. Halt, da habe ich schon ein Chimpokémon gesehen, oder nicht? Ist das hier nicht ein Chimpokémon? Ja, ist es. Ist es. Und da ist ein Alien. Vamporco. Was ist das? Ich denke mal schon. Wie viele Chimpokémons haben wir? Sammelobjekte, Chimpokémon. 25 von 30. Dann noch den Schuh. Ah, der Schuh ist natürlich der coolste. Und das Chimpokémon im... Zwei Neufallen. Das Chimpokémon im Alien-Raumschiff. Das müsste ja bei der Mall zu finden sein. Wie? Zu? Oh. Gibt's eine Möglichkeit, hier sonst wie hochzukommen? Ja, die gibt's. Ich kann hier hoch, ja. War mal aber bestimmt schon. Ah, doch, mehr hätte ich eh gebraucht. Wiederbelebungsrang, cool. Aber ich hätte gern die Unterhöschen. Krieg ich aber nicht. Na gut. Waren wir hier schon drin? Bestimmt, ich kann mich nicht erinnern, oder? Ja, die Schublade ist auf. Wer wohnt hier? Ach, einer der Star Trek Kids. Wenn wir hier schon waren. Achso, solange wir nicht in dem Wohnzimmer, im Schlafzimmer seiner Eltern waren. Schlüssel zum Schlafzimmer von Stoleys Eltern. Okay, ich kann mir vorstellen, dass dort Unterhosen versteckt sind, aber bekommen wir einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Erstmal duschen. Looking good. Yeah. Okay, Wasser aus. Keine Wasserverschwendung. Brauchen wir nicht. Hier. Schlüssel. Keramikscherbe. Wo könnte der versteckt sein? Wir haben ja schon alles abgesucht, so wie es aussieht. Können wir etwas machen, was wir vorne nicht machen konnten? Schießen konnten wir. Furzen auch. Schlüssel zum Schlafzimmer. Schauen wir doch mal in der Garage nach. Da waren wir noch nicht, oder? Sonst wäre es ja auf, genau. Sieht jetzt nicht vielversprechend aus. Cartman, du versperrst mir die Sicht. Wo ist der Schlüssel? Kann ich in Nagasaki anfangen? Nee. Oder? Gucken wir mal. Drachenschrei, Nagasaki. Da ist auch nichts. Hm.
Im Nachbarhaus? Ich weiß nicht, warum sie im Nachbarhaus sein sollten. Sehe ich etwas nicht. Ist hier oben, blinkt irgendwas. Ist irgendwo eine Aliensonde. Auch nicht. Oh. Und hier ist auch nichts von Belang. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn da die Unterhosen finden? There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. In loving memory of Betsy Donovan. War das nicht die Mutter? Das war die Folge, in der es darum ging, ja. Klobrille oder Klodeckel hoch oder runter. Betsy Donovan ist gestorben, weil die Klobrille oben war, sie sich zum Pinkeln hingesetzt hat und dann eingesaugt wurde und ihre Innereien praktisch dann, ja. Are you new? Hey, that means you don't know anything about me, huh? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Druidenkrone. Ich hätte lieber einen Schlüssel. Ist das hier ein Schlüssel? Nein, das ist... Was? Ich kann hier... Don't strain, douchebag. We can't afford an injury to your golden butthole. Nehmen wir mit. Können wir jetzt rein? Nee, können wir nicht, ne? Weg da, Junge. Muss Unterhosen finden. Kelly? Kelly? Rede mit mir, Kelly. Ich hoffe ja, dass irgendwo alle Schlüssel versteckt sind auf einen Schlag. Verrücktes Actionbike! Bestes Spielzeug ever. Aha! Da kann ich doch von meinen Skills Gebrauch machen. Wehe, da ist kein Schlüssel drin. Hexenhandschuhe, Fee, Lolita-Perücke, Schlüssel zum Schlafzimmer von Stolys Eltern. Yeah, aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Machen wir uns wieder groß. Yeah, yeah, yeah. Da, 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 da. Da, halt, wo wohnt der Stoli? Hier, irgendwo, ne? Ja, da, ba, da, ba, da. Hier? Ich glaube schon. Nein. Da, 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 da. Hier. Ja. Da, 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 da. Da, da, da. Unterhosen. Ich komme. Dann haben wir 4 von 5. Dann sind es nur noch... Dann ist es nur noch eine Unterhose, die wir brauchen, um die Quest zu erfüllen. Gib mir die Unterhose. Wo ist sie? Ich weiß, dass sie hier ist. Föderationsabzeichen. Schön und gut. Aber... Mikrochip. Keine Unterhose. Ah! Kaputte Glühbirne. Hier oben ist doch noch was, oder nicht? Komm mir da hoch. Übersehe ich was wieder. Komm mir irgendwo hinschießen. Ah. Kleines Medaillon. Hm. Zahnrad auf Feder. Das ist immer interessant. Wofür mache ich denn die Quests, wenn nicht für die Unterhosen? Hier? Auch nicht. Im Waschkeller vielleicht. Ich meine, das ist eins der wenigen Häuser, in das ich rein kann. Nee, hier auch nicht. Ah! Terence und Philipp würde ich jetzt auch gerne gucken. Ja, müssen wir mal weiter gucken, ne? Hey man, I'm having a thing later if you want to come. What a thing? Jetzt kann ich nicht mehr mit dir reden. Ah. Oh. Gibt's was Neues auf Facebook? Pete, wer ist Pete? Ich kenne Pete nicht. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast. In ein paar Wochen gehe ich auf Jagd, okay. Hm. Achso, können wir das Klo hier zerstören? Nein, nur benutzen. Betsy Donovan. Hier waren wir auch schon. Aber was ist das? Hier waren wir noch nicht drin.
Aufschlüssel haben wir nicht. Vielleicht ist er hier drunter. Nein, vielleicht ist er hier drunter. Nein, schade, das war zu schön gewesen. Jimmy, Jimmys Haus. Ah, den Schlüssel haben wir noch nicht. Den Schlüssel hatten wir schon. Narrenkappe, Geld, Mana-Trank. Kleiner Schild. Kaufsfrühstück. Was? Wir haben doch gar nichts gekauft. Wir haben nur... Oder haben wir jetzt alles zusammen? Nee, kann nicht sein, oder? Da gibt es noch so viel mehr in dem Spiel. Nix, was es abzuschießen gilt. Und auch wieder kein Schlüssel und keine Unterhose gefunden. Arg! Hier hinten, das sieht verdächtig aus. Nein. Das ist ja auch nicht. Hey, you're getting popular. I need to get in on that. Hi, Kelly. Hier auch nicht, denke ich mal. Wenn, warum sollten hier Unterhosen liegen? Können wir eigentlich mit dem Schild interagieren? Oh ja, so schön. Hier hinten? Nein. Mit dir hier, ja. Ist hier irgendwas? Können wir hier hinten entlang gehen? Auch nicht. Das hier können wir hier entlang. Das sieht so verdächtig nach Weg aus. Auch nicht. Okay. Weiter geht die Suche. Das ist unser Haus, ne? Also wäre es seltsam, wenn wir in unserem Haus jetzt noch keine Unterhosen gefunden hätten. Aber man weiß ja nie. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Sicher, sicher. Neue Nachricht von Jesus. Schauen wir doch mal. Kelly Rutherford. Leute, euer Herz ist der... Warte nochmal. Warte nochmal. Euer Herz ist der erste Ort, an dem jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir. Okay. Okay. Was ist, hat der Priester geschrieben? Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn, aber sei immer wachsam. Wachsam, denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn einmal in meinem Kamin gefunden. Ja, also hier haben wir gescavenged Hand ohne Ende. Drüben, links, rechts, ja, ja, ja. Die Unterhosen Wichtel. Brauchen die Unterhosen, um die Welt zu retten, so ich das verstanden habe, nicht wahr? Kommen wir in den Keller? Können wir in den Keller? Nee. You can have this body anytime you want, David Hasselhoff. Unsere eigene Mutter. Go play with your new friends today. Come on, son, get out there, oh, look, make friends. You've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Wir haben unsere eigenen Eltern noch nicht bei Facebook gefriendet. Ja gut, würde ich auch nicht machen. Waren wir hier oben schon? Ja, auf jeden Fall. Das war eines der ersten Geheimnisse, die wir entdeckt haben, nicht wahr? Ja, sonst gibt es hier nichts. Ich glaube, auf dem See... Nee, am See waren wir schon und haben unsere neue Alien... Unsere neue Alien-Skills benutzt, nicht wahr? Buttershaus? Waren wir schon im Buttershaus? Ich glaube nicht. Das ist das erste Mal, oder? Heims Butters. But it really is a very ja. Sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Neuer Vorteil verfügbar. Aber... You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Butters wird immer gegrounded. Bekommt immer Hausarrest. Okay, jetzt war es so gut, aber den Schatz, den wir suchen, der müsste... Hier ist bestimmt Butters Zimmer, ja. I used to have a room like this back in kindergarten. Was? Schlüssel zur Chaoshöhle! Yeah! Endlich! Da wird's Zeit. Und noch ein Gym-Pokémon, Affi. Hahaha! So langsam wird das. Halt, wir haben noch nicht in seinem Schlafzimmerschrank geguckt. Da müsste das Kostüm vom Professor Chaos hängen, wenn mich nicht alles täuscht. Casa Bonita, Diaz de Mantequilla. Stimmt, der war ja auch mal noch, oh Gott, an die Folge kann ich mich kaum erinnern. Aber hier ist das Professor Chaos Kostüm und Fast Kick, ja, seine, sein Wunderzeug, Butters Goo. That goo helps you stay hydrated. Das passt doch, wunderbar. Dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Die MV-Literatur. Department of Motor Vehicles. Stodge's Garagenschlüssel. Ein Schlüssel nach dem anderen. Eine Games 4. Das ist immer interessant. Noch mehr Schmuck, aber keine Unterhöse. Nein!
Wo haben sie die Unterwäsche versteckt? Okay, wir können in die Garage schon mal. Gucken wir nochmal im Bad. Vielleicht liegt da ja was rum. Rostiges Rohr, rote Farbe, Seife am Seil. Warum braucht man das zu Hause denn bitte? Wer weiß denn, wenn ich hier nicht duschen würde? Kann man die, das hier mitnehmen? Nein. Gut, weiter. Ab in die Garage. In die Garage. Ist auch cool, dass die Eltern nichts dagegen haben, dass wir hier so rumrennen, ne? Inspektor Butters Abzeichen. Dun, dun, dun. Verrücktes Actionbike, Druidenhandschuhe. Tempotrankgeld, Pony. Das war's. Können wir hier nicht noch irgendwas. Butters, der alte Stepptänzer. Nein, immer noch nicht. Ah! Waren wir hier schon oben? Wir werden es rausfinden. Bei Cartman zu Hause. Wie Meta. Er ist in seinem eigenen Zimmer. Dude, how jealous are you right now? Look, but don't touch, Bab. Wir waren hier schon überall. Ja, hier haben wir ganz viele Dinge gefunden. That's my mom's stash. Pretty weak. Und eben auch die berühmten Toys. Okay. Ja. Hier waren wir doch vorhin schon, oder? Heißt das, dass wir hier unten durchkommen, oder wie? Oder was soll das heißen? Wischelstaub? Nehmen wir gern. I've been discovered. You must teach me to see as you do, human. Da war noch mehr, ne? I must upgrade my stealth skill. Okay, das war jetzt ja nicht Ziel unserer Forschung. Aber gut, nehmen wir gerne mit. Noch mehr Freunde. 72. Was können wir jetzt machen? Unsere Fähigkeiten verbessern. Die Vorteile, ne? Verfügbare Vorteile. Bewirke zusätzlichen Schaden. Achso, das haben wir schon bei brennenden Pfeilen. Heilender Wind. Wenn du mit einer Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar Trefferpunkte aufgefüllt. Ja, das ist doch gut. Magischer Angriff. Kraftarsch. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst. Deine Distanzwaffen, deine Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Du hast bei MP, wenn du einen heilenden Gegenstand benutzt. Im Nahkampf zusätzlichen Schaden bei betäubten Zielen. Auf dich angewendete Debuffs mache ich eh mal gleich weg. Wenn du schwer verletzt bist. Wiederbelebungstränke, die auf dich dann bringen, Empfänger zur vollen Gesundheit zurück. Ja, das ist gut. Das benutze ich oft. So, warte. Es kam ins Haus. Da kommen wir gerade raus. Ja, was ist das hier? Weiß nicht. Hier oben waren wir auch schon, aber gucken wir lieber nochmal. Okay, wieder runter, Cartman. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first, okay? Okay. Gehen wir zu den Protoslowskis nach Haus. Schauen da mal rein. Da dürften wir aber auch schon gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn wir was suchen, dann ist es hier. Wobei die Unterhosen natürlich auch im Zimmer der Jungs sein kann, oder nicht? Heiltrank. Diesmal haben wir Platz dafür. Das hier haben wir... Hoppla, nein, das ist das Falsche. Schießen, zack. Also ich habe auch nie ein Auge drauf, ob wir denn... Können wir das abschießen? Nee. Ob wir denn uns klein machen können. Wenn, dann passiert es immer per Zufall. Aber ich habe da keine Acht drauf. Haha. Hoppla, runter, rüber. Hier haben wir schon geguckt. Im Kühlschrank wohl auch, ne? Den Machttrank haben wir letztes Mal nicht mitnehmen können. Ins Camp. Ja, ich weiß nicht. Hier werden wir keine Unterhosen finden. Haben wir diesen Beutel hier schon aufgemacht? Ah ja, noch einen Heiltrank von vorher, den wir nicht nutzen konnten. Was ist da oben drin? Waren wir da schon mal? Haben wir da schon mal reingeguckt?
Himmelblaue Farbe. Okay. Farbe ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Ich habe Wichtigeres zu tun. Keep out. Bin ich aber. Spiel da rein. Ah. The Well of Insight says your future is cloudy. Oh wait, that's Birdcraft. We elves craft the finest shit in the land. Das glaube ich, aber habe ich jetzt auch kein Interesse dran. Waren wir hier schon drin? Oh nee. Machttrank. Doch, dann waren wir hier schon drin. Überall läuft Terrence und Philipp. Da waren wir wohl auch schon, ne? Ja, wer bist du? Da machst du einen Freund. I continue to admire your awesome. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Wieso wird hier abgespeichert? Hat er jetzt nichts gemacht, was irgendwie von Belang gewesen wäre? Oder doch? Und hier geht's zu Kenny. War mal bei McCormick's zu Hause? War mal bestimmt schon. Wobei, vielleicht hat er uns letztes Mal nicht reingelassen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das Haus versucht hätten. As you can see, Princess Kenny's father seems to have spent the royal fortune on light beer and unfiltered cigarettes. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Keep looking at the forensic evidence is right around here. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Wo geht's hier hin? Ach, Kennys Zimmer. And this Aha. is the royal stables. NASCAR-Clubmitgliedskarte. Bester Freund Halskette. So, Kenny. Pregnant no more. Da, er war auch mal mexikanischer Wrestler. Ja, Tittenheftchen natürlich. Mysterion. Jesus, poor people bum me out. Oh, eine Truhe. Wang, Spielzeugpferd, Reinheitsring. Ach ja, seine Freundin. Alabama Man, Sargbrille. Red Poison. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir bestimmt irgendwann alles finden. Ja. So, ich muss ja Schluss machen, 3 Minuten Verschluss, aber Waschmaschine ist nicht an, aber wir kriegen eine neue und jetzt muss die alte runter. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich darauf, euch das 6 Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir dann hier hinten noch gucken. Hier waren wir auch schon. Naja, weiter auf Unterwäschesuche gehen. Bis dann, euer Egonson.